Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute für euch ein Glenallachie 12 Jahre und zwar aus der Virgin Oak Reihe. Dieser Whisky wurde in Chinquapin Virgin Oak Fässern nachgereift und zwar circa 18 Monate. Vorher war er ganz normal in Bourbon Barrels. Durch diese Virgin Oak Nachreifung soll da noch immer ein wenig süße Würze aus dem frischen Holz in den Whisky. Es gab da drei verschiedene, einmal Französisch, Spanisch und diese Chinquapin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe das Tasting Pack von Glenallachie gekauft, da waren die alle drei drin. Und ich muss sagen, auf der Welle hat mich der am meisten überzeugt, so dass ich ihn auf jeden Fall kaufen musste. Und ich dachte, jetzt ist ein wenig Zeit vergangen und ich schaue doch einfach mal, wie er mir jetzt so schmeckt, nachdem ich die anderen beiden nicht probiert habe. Das ist ja immer noch mal ein bisschen ein Unterschied. Ja, ansonsten, der ist nicht kühl gefiltert und ist auch nicht nachgefärbt und hat 48 Volumenprozente. Das macht schon Spaß. Das transportiert auch meistens immer noch ein bisschen mehr Geschmack. Von daher bin ich dann noch mal sehr gespannt. Schöne Farbe. So, und dann wollen wir doch mal sehen. Glenallachie hat ja in letzter Zeit unglaublich viele verschiedene Whiskys rausgebracht. Also es vergeht ja kaum eine Woche, in der man nicht einen neuen Glenallachie kaufen kann. Alle kann man sich natürlich nicht kaufen, aber wir wollen noch mal schauen, ob ich euch den noch mal empfehlen kann. Korken sitzt schön fest. So, Glenallachie wollte ich letztes Jahr besuchen, hatte auch schon einen Termin gemacht, aber leider ist Corona dazwischen gekommen und ich denke mal, dass ich aber im März 2021 Glenallachie besuchen werde. Da werde ich auch bestimmt ein, zwei Videos einstellen und auch noch ein paar Fotos. Das wird bestimmt interessant. Ich weiß wieder, warum ich mich dafür entschieden habe. Ja, also die Tasting Notes sagen Heidehonig. Honig kann ich bestätigen. Heidehonig ist auf jeden Fall ein leichter Honig. Nicht so ein schwerer Tannenhonig. Es ist ein leichter Honig. Ja, ein wenig Orange ist auf jeden Fall auch dabei. Vanille ist sofort da. Er riecht relativ süß. Man hat so eine Süße in der Nase. Sehr angenehm, sehr schön. Der Alkohol bleibt schön im Hintergrund, ist nicht so stark in der Nase, auch wenn man die Nase ins Glas hält. Ja, wirkt sehr rund und angenehm. Mal sehen, was der Geschmack sagt. Was die Nase andeutet, ist ganz arg im Geschmack. Also der Honig, der kommt. Erst hat man so eine Süße mit Vanille. Und jetzt kommt aber nochmal so richtig mundfüllend. Die Eiche ist auch auf jeden Fall dabei. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Süßholz noch mit dabei, also Lakritz. Der ist toll. Also der gefällt mir wirklich gut. Ja, wenn man es verkostet hat und nochmal dran riecht, dann meint man auch die Lakritze natürlich auch in der Nase zu haben. Ja, toll. Süß. Wirklich so eine, als ob man so einen ganz, ein bisschen braunen Zucker ganz vorne auf der Zunge. Wirklich nur so eine Andeutung davon. Aber
mundfüllend. Super. Gefällt mir sehr gut. Mittlanger Abgang, möchte ich sagen. Also, ja, ich glaube, den habe ich im Angebot nochmal gekauft. Ich glaube, der war bei 42 Euro. Für 42 Euro ist der toll. Das ist natürlich für einen 12-Jährigen jetzt nicht das untere Preissegment. Aber ich muss sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Also der ist definitiv nochmal eine Kaufempfehlung. Ich bin froh, dass ich den aus den dreien nochmal ausgesucht habe. Ja, und ansonsten bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich bitte. Und ihr könnt mich gerne noch liken oder disliken. Kommentiert mich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Tasting Nerd Videos. Bis dann!